Hallo, liebe Sternzeichen Fische. Ich mache heute eine zeitlose Legung für dich. Was bedeutet, dass wann immer du dir dieses Video ansiehst, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für diese Nachricht. Wenn die Nachricht aus diesem Video, dieser Legung nicht mit dir resoniert, rate ich dir wie immer, dir die Videos von deinem Sonnenmond und Aszendenten Sternzeichen anzusehen. Nicht immer ist das erste davon direkt das passendste. Du findest auch einige der anderen Sternzeichen zu dieser Legung bei mir im Januar im Kanal. Also es ist jetzt nicht alles diesen Monat gedreht worden. Einige habe ich schon letzten Monat veröffentlicht. Nur damit du Bescheid weißt. Ich habe auf jeden Fall für jedes der Sternzeichen einmal eine zeitlose Legung gedreht zu dem Thema. Wie wird deine nächste Beziehung aussehen? Wie wird dein nächster Partner, deine nächste Partnerin sein? Und deshalb fange ich jetzt auch direkt an zu mischen. Was kann das Sternzeichen Fische erwarten in Bezug auf seine oder ihre nächste Beziehung? Seven of Coins kommt als erstes mal heraus. Was dafür steht, dass du bald den Erfolg haben wirst, den du dir wünschst? Also ziemlich gut. Was kommt hier, oder besser gesagt, wer kommt hier in der Zukunft, in der Liebe, auf das Sternzeichen Fische zu? Wer kommt in der Liebe auf das Sternzeichen Fische zu? Okay, ich habe das Gefühl, deine Person wird sich Zeit lassen. Ja, ich glaube, deine Person lässt sich Zeit, bevor er oder sie auf dich zukommt oder bevor du auf diese Person zugehst. Aber wenn ihr euch einander annähert, dann kann es was sehr, sehr Schönes und Erfüllendes sein. Ich sehe, dass ihr euch gegenseitig unterstützt und helft und Kraft und Halt gebt, was super, super gut ist. Ich denke, ihr könnt euch beide sehr sicher sein, dass ihr es ernst meint. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, vielleicht musst du dich ein bisschen gedulden. Vielleicht will es deine Person auch einfach langsam angehen. Oder vielleicht auch du, kann auch sein. Ich denke, ihr lasst euch einfach Zeit dabei, euch kennenzulernen oder näher kennenzulernen, falls ihr diese Person ja schon kennst. Wer kommt hier auf das Sternzeichen Fische zu? In der Liebe. Wow, Chariot. Kann für das Sternzeichen Krebs stehen, der Wagen. Und ich denke, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo deine Person einfach erkennt, okay, jetzt ist es mal an der Zeit zu kämpfen. Ja, gerade hier mit der Strength-Karte, der Stärke-Karte, kann auch das Sternzeichen Löwe auf dich zukommen. Aber es wird diesen Zeitpunkt geben, wo hier jemand wirklich Kampfgeist entwickelt in Bezug auf eure Beziehung, in Bezug auf eure Verbindung. Was der Turm zu bedeuten hat, weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall gleich alle Karten nochmal genauer erklären. Und zwar mit dem The Muse Tarot Deck. Was bedeutet die Seven of Coins? Was bedeutet die Sieben der Münzen hier in Bezug auf deine nächste Beziehung, liebe Sternzeichen Fische? Mehrere Karten sind rausgekommen. Einmal die Four of Voices. Ja, ich glaube definitiv, du wirst noch warten müssen, bis das Ganze so richtig anläuft, quasi. Und dann haben wir hier noch die Four of Materials, die Vier der Materialien. Aber letzten Endes wird sich das Warten lohnen, habe ich definitiv das Gefühl. Letzten Endes wird hier jemand seine Gefühle offenbaren. Ich denke, dass deine Person auf dich zugehen wird. Immerhin ist das hier ein Knight, ein Ritter. Und die treten in Aktion. Allerdings glaube ich, dass diese Person, wie gesagt, eher langsamer ist. Er oder sie möchte sich, glaube ich, zu 100% sicher sein, dass diese Person Gefühle für dich hat, dass diese Gefühle da sind, dass er oder sie Interesse an dir hat und dich näher kennenlernen möchte. Denn ich glaube, er oder sie legt sehr viel Wert auf Stabilität, auf Sicherheit und hat vielleicht sogar ein bisschen Angst vor Verletzungen und Enttäuschungen. Was bedeutet der Knight of Coins hier? Was bedeutet der Ritter der Münzen hier in Bezug auf deine nächste Beziehung, liebe Sternzeichen Fische? Was bedeutet der Knight of Coins, der Ritter der Münzen hier in Bezug auf deine nächste Beziehung? Beziehungsweise
beziehungsweise in Bezug auf die Person, die hier auf dich zukommt. Ich denke, deine Person, so rum, Two of Inspiration, ist jemand, der einfach jetzt bereit ist, einen neuen Weg einzuschlagen mit dir. Und ich denke, er oder sie wird irgendwann wirklich den Mut zusammennehmen können und auf dich zugehen. Der Knight of Voices gleicht hier so gesehen den Knight of Coins wieder aus. Denn der Knight of Coins ist jemand, der sehr langsam ist, der seine Zeit braucht. Und der Knight of Voices ist aber jemand, der sehr schnell in Aktion tritt. Jemand, der sehr schnell oder auch unerwartet Risiko eingehen kann. Ich denke, es ist ganz gut, dass diese beiden hier zusammen herauskommen, weil es einfach bedeutet, dass diese Person sich vielleicht Zeit lässt, dich kennenzulernen, aber wenn es erforderlich ist, dass er oder sie auf dich zugeht, dann wird er oder sie es tun, ohne zu zögern. Was bedeutet die Three of Cups hier? Was bedeutet die Drei der Kelche für deine nächste Beziehung, liebe Sternzeichenfische? Three of Materials, interessant. Das sind zwei Dreien hier, die zusammen rauskommen. Ich denke definitiv, dass diese Person sich mit dir in der Zukunft vorstellen kann und mit dir zusammenarbeiten möchte, sich mit dir was aufbauen möchte. Seven of Emotions. Denn ja, deine Person hat starke Träume im Zusammenhang mit dir. Vielleicht sogar nicht nur Tagträume oder Visionen von der Zukunft, sondern dass diese Person irgendwo nachts tatsächlich von dir träumt oder einfach sehr oft an dich denkt. Ich habe das Gefühl, diese Person denkt viel an dich. Eight of Materials. Denkt viel daran, sich mit dir was aufzubauen für die Zukunft. Du bist jemand, mit dem sich deine Person definitiv was auf Dauer vorstellen kann. Was bedeutet die Six of Coins? Was bedeutet die Sechs der Münzen hier? Und da ist die Sonne herausgekommen. Super. Ihr werdet euch sehr viel Kraft, sehr viel Halt geben und euer Leben einfach bereichern, gegenseitig. Ich denke, ihr werdet sehr viel Spaß zusammen haben, euch gegenseitig unterstützen. Ich habe das Gefühl, dass ihr euch auch irgendwo gegenseitig in eure Freundeskreise vielleicht einbinden werdet. Also ihr unterstützt euch gegenseitig, auch was euren Erfolg angeht als einzelne Person. Der Partner, die Partnerin wird immer hier irgendwo da sein und die andere Person unterstützen. Was bedeutet die Six of Wands? Was bedeutet die Sechs der Stäbe? Da hat sich was umgedreht und zwar die Empress. Ja, wow. Deine Person sieht dich als Herrscherin oder Herrscher, je nachdem, welches Geschlecht du hast. Aber deine Person sieht dich einfach als jemand, für den es wert ist zu kämpfen, für den es wert ist, Dinge auf sich zu nehmen, weil du einfach jemand bist, der Gefühle in diesen Menschen hervorruft. Sehr, sehr schön. Was bedeutet der Chariot? Was bedeutet der Wagen hier? Ace of Inspiration war. Ja, diese Person ja. Er oder sie lässt sich viel Zeit in dem Sinne. Erstmal wird es viel Zeit brauchen, dass diese Person sich dir gegenüber öffnet und sich traut, sag ich mal, dich kennenzulernen überhaupt. Dich vielleicht mal einzuladen oder vorzuschlagen, dass ihr was unternehmt, was auch immer es ist. Das wird erstmal Zeit erfordern und dann wird es dauern, bis diese Person tatsächlich hier mit dir eine Beziehung eingehen möchte. Aber auch da haben wir wieder den Wagen hier, eine sehr entschlossene Energie. Wenn er oder sie erstmal das Gefühl hat, bereit zu sein, dann kommt diese Person auch wirklich entschlossen auf dich zu und wird nicht mit den Gefühlen oder der Entscheidung hier einfach zurückhalten. Diese Person möchte wirklich eine Beziehung mit dir, möchte wirklich eine feste Verbindung und ist auch bereit, dafür zu kämpfen, ist bereit, selbstbewusst und mutig, sag ich mal, dir näher zu kommen.
Ace of Wands ist hier mit der Strength-Karte, der Stärke-Karte zusammen. Diese Person hat eine klare Version für die Zukunft und das ist genau das, was ihm oder ihr diese Kraft, diesen Mut verleiht, auf dich zuzugehen. Und ich glaube, diese Person hat einfach sehr viel Zuversicht, sehr viel Vertrauen in eure Beziehung auch oder in dieses Potenzial. Was bedeutet der Tower hier? Was bedeutet der Turm? Was bedeutet der Turm? Knight of Emotions. Ja, und diese Person wird wirklich mit der Tür ins Haus fallen irgendwann und dir mehr vorschlagen, dir seine Liebe offenbaren. Ich habe das Gefühl, auch wenn ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt, diesem Turmzeitpunkt schon zusammen seid, diese Person wird dir immer wieder von neuem seine Liebe oder ihre Liebe, sag ich mal, verkünden. Und das finde ich sehr, sehr schön. Du brauchst nie das Gefühl haben, dass es irgendwie eingefahren wird, weil diese Person quasi tagtäglich dafür kämpft, dass ihr einfach diese gemeinsame Zukunft habt. Was bedeutet der Turm-Moment hier? Was bedeutet der Turm im Zusammenhang mit dem Knight of Emotions, im Zusammenhang mit dem Ritter der Emotionen? Was bedeutet der Turm hier in Bezug auf deine nächste Beziehung? Was bedeutet der Turm in Bezug auf deine nächste Beziehung, liebe Sternzeichen Fische? Hier kommen gerade viele Karten raus, aber decken sich nicht auf. Gefällt mir nicht. Was bedeutet der Turm hier? Okay, Muse of Materials. Diese Person sieht wirklich jede Menge Freude, jede Menge Erfolg mit dir und ich habe das Gefühl, es gibt eine Situation in eurer gemeinsamen Zukunft, wo ihr das definitiv euch holen werdet. Der Turm steht für eine starke Veränderung, normalerweise im negativen Sinne, aber die beiden Karten, die zur Erklärung rausgekommen sind, sind sehr, sehr positiv. Ich habe einfach das Gefühl, dass ihr hier vielleicht gemeinsam irgendwas abreißt, irgendwas beendet, was eurem Glück im Weg stehen würde. Dass ihr mit, ja, ihr, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was ihr gemeinsam macht in der Zukunft. Ihr reißt hier irgendwas ab, was vorher da war. Ihr beendet irgendwas aus der Vergangenheit, damit ihr gemeinsam eine wunderschöne Zukunft aufbauen könnt. Vielleicht gibt hier jemand seinen Wohnsitz auf für den anderen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass hier jemand umzieht und was das angeht, sage ich mal, einfach was wirklich was abreißt, was vorher von Bedeutung war für diese Person. Ja, ich habe das Gefühl, dass ihr euch vielleicht gemeinsam dazu entscheidet. Es ist etwas, was ihr gemeinsam durchmacht, aber ich habe das Gefühl, dass eine Person hier im Besonderen irgendwo ein Opfer bringen muss für diese Beziehung. Aber es wird euch letzten Endes zusammenschweißen. Es wird euch zusammenschweißen und es wird diese Beziehung nur noch stärker machen. Also ja, es ist definitiv nichts Negatives, aber es ist etwas, was vielleicht ein bisschen Aufwand erfordert, was vielleicht nicht ganz einfach ist. Aber ihr werdet diesen Schritt gemeinsam gehen, um euch diese gemeinsame schöne Zukunft sichern zu können. Ja. Was bedeutet der King of Wands? Was bedeutet der König der Stäbe hier für deine nächste Beziehung? Eight of Emotions. Ja, jemand lässt hier was hinter sich und ich habe das Gefühl, dass das deine Person ist, die hier etwas hinter sich lässt für einen Neubeginn mit dir zusammen. Vielleicht ist deine Person Sternzeichen Krebs, Sternzeichen Löwe oder Sternzeichen Jungfrau.
Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass deine Person sich sehr viel Gedanken darüber macht oder dass ihr euch gemeinsam einfach sehr viel Gedanken macht über diese Handlung, die eure Beziehung definitiv weiterbringt, weiter voranbringt. Jemand geht hier wirklich ein Opfer ein, jemand lässt hier was hinter sich. Für diese Beziehung mit euch beiden habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube definitiv, dass das euch beide aber stärker macht, dass es euch zusammenschweißt. Also du hast eine wirklich schöne Beziehung hier vor dir, weil du dir einfach sehr, sehr sicher sein kannst, dass diese Person sich immer wieder für dich entscheiden wird, dass diese Person Opfer für dich, für eure Beziehung auf sich nimmt. Diese Person lässt sich vielleicht Zeit, aber diese Person ist trotzdem sehr, sehr entschlossen, was diese Verbindung mit dir angeht, weil er oder sie was Stabiles möchte. Er oder sie lässt sich Zeiten nicht, weil er oder sie Zweifel hat, sondern im Gegenteil, weil diese Person sich so sicher ist, dass er oder sie nichts falsch machen möchte, dass er oder sie nichts überstürzen möchte. Diese Person baut sich wirklich hier von Anfang an ein gutes Fundament mit dir auf. Ich glaube, das ist jemand, der sehr bewusst Dinge angeht und schon von Anfang an eine Ahnung hat, wo das mit dir hingehen soll. Ja, sehr, sehr schön. Ich sehe hier jede Menge Potenzial und ich habe das Gefühl, dass dieser Person extrem viel an dir liegt, dass ihr extrem schöne Zeiten miteinander verbringen könnt. Diese Person sieht dich als Herrscher, als Herrscherin und er oder sie wird viel auf dich nehmen für dich in der Zukunft. Und du brauchst aber kein schlechtes Gefühl dabei haben oder ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, dass er oder sie das gerne macht, weil diese Person sich einfach so sicher mit dir ist. Wow, super schön. Ich sehe, das ist eine echt starke Verbindung zwischen euch beiden. Und ja, liebe Sternzeichen Fische, da hast du einen guten Fang gemacht oder wirst du einen guten Fang machen. Ich denke, das wird es warten wert sein. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon jemanden im Kopf hast oder nicht. Wenn ja, solltest du vielleicht mal die Sternzeichen abchecken. Was kommen jetzt noch für Tierorakel-Nachrichten an Sternzeichen Fische heraus für die Zukunft in der Liebe? Welche Ratschläge sind noch wichtig abschließend für das Sternzeichen Fische zur Liebe, zur nächsten Beziehung, zum nächsten Partner, der nächsten Partnerin? Was sind noch abschließende wichtige Nachrichten an das Sternzeichen Fische? Auch die lassen sich viel Zeit, viel Zeit. Trust in the magic. Vertraue auf die Magie. Die Magie wird früher oder später kommen. Und du wirst es spüren. Du wirst es spüren, dass ihr einfach eine super Verbindung habt. Dass ihr extrem gut zueinander passt. Mit der Sonne, ihr werdet extrem magische Momente haben. Ihr werdet euch sehr unterstützen in euren Vorhaben. Und euer Leben einfach gegenseitig bereichern. Das wirst du immer wieder merken. Und deshalb wisst ihr beide auch, dass es die Opfer wert ist. Trust in Divine Detours. Auch hier taucht wieder dieses Thema auf. Diese Person wird sich Zeit lassen. Manche Dinge brauchen länger als erwartet, als du es dir wünschst. Gerade wenn du jemanden Besonderes im Kopf hast jetzt. Muss ich dich leider enttäuschen, es wird nicht morgen oder übermorgen passieren, dass diese Person hier sagt, hey, ich möchte eine Beziehung mit dir. Aber das Glück kommt auf dich zu und das ist die Hauptsache. Weil bei dir ist es keine Frage des Obs, sondern des Wanns. See the big picture, sehe das Gesamtbild. Also ja, das ist jetzt kein Grund, irgendwie unglücklich zu sein, weil es noch so lange dauert und du dich vielleicht jetzt schon nach einem Partner, einer Partnerin sehnst. Sehe das Gesamtbild. Freue dich wirklich auf das, was auf
dich zukommt in dieser Verbindung, weil es wird was Großartiges sein. Und so lange kannst du dich noch auf dich selber, auf deine anderen Ziele konzentrieren. Wir haben hier den Bären mit Take a Time Out. Also ja, nimm dir Zeit für dich selber. Du musst jetzt vielleicht nicht mal daten oder sonst was, wenn du wirklich vielleicht gerade auf der Suche nach jemandem bist. Wie gesagt, ich denke, es wird seine Zeit brauchen. Und diese Zeit kannst du nutzen. Kannst du nutzen, um dich auf deine Familie, deine Freunde zu konzentrieren, auf deine Hobbys zu konzentrieren, deine Karriere, was auch immer es ist, was gerade deinen Fokus verlangt, konzentriere dich darauf. Und dann wird diese Person schon ganz von alleine kommen, denn Life is a Mystery. Das Leben ist ein Mysterium. Manchmal kommen die Dinge nicht so, wie man sie plant oder wie man sie sich wünscht, sondern ganz, ganz anders. Und es bedeutet nicht, dass es schlechter ist. Nein, im Gegenteil. Manchmal ist das, wie es dann letzten Endes kommt, doch deutlich besser, als so, wie man es selber hätte geplant hätte. Time for a Beginner Mind. Sei auf jeden Fall offen gegenüber einem Neubeginn. Sei auf jeden Fall offen gegenüber verschiedenen Möglichkeiten, wie diese Person auf dich zukommen kann oder wann diese Person auf dich zukommt. Ja, sei ganz einfach offen gegenüber wem auch immer du hier begegnest. Und claim your independence. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es jetzt wirklich auch eine wichtige Aufgabe für dich, dich auf dich selbst zu konzentrieren. Ich habe das Gefühl, dass du vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen zu sehr auf Romantik und Liebe konzentriert warst und dabei vielleicht andere wichtige Aspekte deines Lebens aus dem Blick verloren hast. Das kann manchmal passieren, weil natürlich ist es irgendwo schöner, sich mit romantischen Ideen und Träumen auseinanderzusetzen, als, keine Ahnung, einen Businessplan aufzustellen oder, keine Ahnung, Buchhaltung oder was auch immer es ist. Natürlich ist es spannender, sich die ideale Beziehung vorzustellen oder Tag zu träumen. Aber es ist hier wirklich an der Zeit für dich, dich momentan auf dich selber zu konzentrieren. Das bedeutet nicht, dass nicht diese Person vielleicht doch bald schon auf dich zukommt. Also, wie gesagt, ich sehe es jetzt echt nicht in den nächsten Tagen oder vielleicht auch Wochen passieren. Aber vielleicht dauert es nicht ganz so lange, wie die Karten es gerade gezeigt haben. Und dann solltest du auch bereit sein. Das bedeutet, vielleicht gibt es einfach Themen, an denen du arbeiten musst, bevor du hier eine Beziehung eingehen solltest. Das kann also bedeuten, dass diese Detour, diese Verzögerung deiner Wunscherfüllung, dass die nicht, sage ich mal, auf dich zukommt, weil du, nee, weil deine Person nicht bereit ist, sondern vielleicht hängt es mehr mit dir selber zusammen als mit deiner Person. Vielleicht, wenn du wirklich jetzt dich darauf fokussierst, vielleicht mentale Blockaden zu lösen, emotionale Blockaden zu lösen, gewisse Dinge, was die Karriere oder Finanzen oder Gesundheit oder was weiß ich angeht, zu klären. Wenn du das machst und damit gute Erfolge erzielst, vielleicht kommt dann tatsächlich deine Person doch schon früher auf dich zu, weil das Universum oder Gott oder woran auch immer du glaubst, dir einfach zeigen möchte, okay, jetzt bist du bereit für diese Beziehung. Ja? Also ich hoffe, das hat dir irgendwo weitergeholfen, einen Gedankenanstoß gegeben. Ich denke auf jeden Fall, wenn diese Beziehung da ist, dann wird es super, super gut und schön und erfüllend werden. Und ich hoffe, diese Legung hat dir gefallen, liebe Sternzeichen Fische. Wenn ja, dann lass gerne ein Like da, folge mir auf YouTube, auf Instagram. Alle Infos dazu findest du unten in der Infobox, genauso wie alle Infos zu meinen persönlichen Legungen, die du auch bei mir buchen kannst. In dem Sinne, ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Resttag und du bist beim nächsten Mal eventuell auch wieder dabei.